Recht herzlich willkommen zur 138. Folge von City Skylines. Ja, wir haben Geldprobleme festgestellt, da müssen wir jetzt mal dran arbeiten. Dann würde ich mal sagen, gucken wir mal gerade hier rein und noch in die Wirtschaft. So, Budget ist hier, Strom ist da, Strom ist reichlich da. Das würde ja bedeuten, wenn wir da... wo war denn das jetzt hier? Ne, da war es nicht, da war es. Wir könnten hier mal einmal ein bisschen den Strom so um 10% absenken. Dann haben wir hier immer noch genug. Und wir haben weniger Ausgaben, ne? So, und das sollten wir vielleicht mit anderen Bereichen auch noch machen. Müll ist gerade in der Waage. Hier ist es sehr gut bei der Ausbildung. Dann werden wir da gerade noch ein bisschen runterschrauben. Machen wir da mal 95% raus. Das sieht man jetzt nicht sofort. Also machen wir mal 95%. Und Gesundheitswesen ist auch oben. Das bedeutet, da können wir auch 5% runter machen, ohne Probleme. So, und schon, siehe da, sind wir im Plus. Müssen wir nur beobachten, dass wir es auf Dauer wieder hochsetzen, dürfen wir nicht vergessen, ne? So. Ja. Dann haben wir das schon wieder. Jetzt müssen wir uns aber weiter um die Geschichte kümmern, dass wir hier irgendwelche Stellen haben, die zum Beispiel hier, da werden ja irgendwelche Verstorbenen nicht abtransportiert. Also Friedhöfe sind also immer noch ein Problem. Und das müssten wir alles abreißen. Gucken wir erstmal rüber, was hier so ist. Da ist noch was. Kein Platz mehr, also leer machen. Ja, das wird natürlich jetzt eine Weile dauern, bis wir das wieder hinkriegen. Ja, warte mal, wenn wir jetzt hier... Gesundheitswesen ist da. Sehen wir da auch das Blinken, wenn es... Ne, ich glaube nicht, ne, oder? Das Zeichen über den Friedhöfen fehlt dann. Also bedeutet das, wir sehen jetzt nicht, ob da Platz ist oder nicht. Gut. Da haben wir, da haben wir. Da haben wir. Da haben wir auch. Der wird leergeräumt. Hier gibt es keinen, aber hier ist ganz viel Feuer. Da müssten wir mal über die Feuerwache nachdenken. Ne? Wir sind hier wieder 4000 im Minus. Sollten wir uns nochmal Gedanken drüber machen, dass wir da noch was senken. Straßenunterhalt. Das sind die ganzen Verbindungen. Was war das nochmal? Einzigartige Gebäude. Die gehen auf jeden Fall runter. Um 10% sogar. Das müssten wir eigentlich mal plus kriegen, oder? Die gibt es hier gar nicht, ne? Straßeninstandsetzung. Abdeckungszustand. Okay, der ist sogar schlecht am Laufen, der Straßenzustand, wie man sieht. Es ist ziemlich viel rot, ne? Abdeckung, was heißt das? Dass da unsere Straßenmeisterei arbeiten kann, oder was? Okay. Haben wir immer noch Minus. Da müssen wir immer noch dran arbeiten. Da gehen noch 5%. Gesundheitswesen geht noch ganz viel. Budget, Gesundheitswesen. Da machen wir jetzt mal gleich 10% runter. Und gucken, was der nächste Monat sagt, oder? Wir müssten unbedingt was abreißen hier, ne? Ist ja schon krass, ne?
Da sieht man jetzt nicht unbedingt, wer es ist. Der ist es. Unser Stadtviertel soll schöner werden, oder wie heißt das? Oh, Bankrottalarm. Gut, das ist ja interessant. Die Stadt steht am Rande des Bankrotts. Sie müssen Dienstleistungsstelle um Geld sparen oder aber mal in allem durch Steuereinnahmen ziehen. Sie können noch zur Verfügung stehen, Notverkauf zu sein, wenn sie oben stehende Maßnahmen nicht ausreichen. Ja, schade, der Text geht leider nicht zu Ende. Ablehnen. Lass uns mal da nochmal reingehen. Zehn Prozent runter. Zehn Prozent. Was ist das denn? Parks? Dann machen wir 20% mal vorübergehend runter. Die Gebäude gehen auch nochmal 10. Müllabfuhr, ja, das lassen wir besser. Wasser muss. Müsste man nochmal reingucken, ne? Da ist noch ein Überschuss da. Na komm schon. 10%. Straßenunterhalt, ja, das haben wir eben gesehen, ist schon schlecht eigentlich, ne? Aber wenn wir hier runtergehen, so um 10%, ne, das sind nicht viele Möglichkeiten. Was macht denn die Gesundheit jetzt? 20.02. Lass uns mal gerade hier gucken, dass wir ein Darlehen aufnehmen. Ne, das war nicht da, ne, oder? Doch, da. Nehmen wir das mal auf. Nehmen wir erstmal ein Plus. Allerdings geht das ganz schnell runter, wenn wir da nicht bald was tun, ne? Warum sind die denn so mies drauf? Das wäre jetzt die Frage, ne? Linie, ne? Wirtschaft noch mal gucken. Das Budget. Budget des Taxiservice. Ja. Hier haben wir kein Flugzeug. Straßenbahn. Ist auch nicht teuer, ne? Hier das teuerste ist Zug. Steht denn da drunter? Die Anzahl der... Ah, okay, dann verringern wir nur die Anzahl der Züge. Machen wir runter auf 28% weniger. Busse. Straßen, ne? Wenn wir die runtersetzen, dann gehen die Straßen alle kaputt. Ich glaube nicht, dass das jetzt... Ja, komm, 10% vorübergehend. Wir müssen einfach Plus kriegen. Wie es da unten auch steht, ist auch Plus gerade. Sie wachsen wieder. Ja. Stimmung steigt. Wenn Stimmung steigt, kommen Leute, oder wie sehe ich das? Wenn ich jetzt hier ein Haus abreiße, kostet mich das Geld? Nein. Das bezahlt wer anders, oder? Es ist ja ein Monatsbudget oder sowas drin. So, die müssen wir erstmal alle abreißen, ne? Das kann ja nicht so sein, dass diese schicken Häuser alle hier Bauruinen sind, ne? Dann ist auch die Stimmung in den Häusern wieder besser, ne? Hier sind noch zwei. Welches ist das? Das. So. Dann werden auch schon welche wieder neu gebaut.
Sieht doch schon besser aus dann, oder? Aber Stimmung ist gerade wieder mies. Warum? Okay. Das lehnen wir wieder ab. Weil wir definitiv jetzt gucken müssen, dass wir unser Budget hochkriegen, ne? Nochmal ein Darlehen und diesmal das große. Stimmung muss besser werden, Mann. Die ganzen Hochhäuser hier rausreißen, die hier brach liegen. Ist hier nur was? Nein. Da ist nur eins. Hier fehlen Arbeiter. Die Stimmung ist gerade nicht auf dem Höchstpunkt, ne? Aber da müssen wir halt dran arbeiten jetzt. Es kann halt nicht immer alles rundlaufen, ne? So. Häuser werden schon weniger, die nicht so schick mehr sind, ne? Sieht jetzt besser aus da. Wir haben es durchgeforstet und ich glaube, es sind dann trotzdem noch wieder welche, die danach auch noch wieder schlecht werden, ne? Da war ein gutes bei, das ist schlecht. Hier sind noch ein paar. Okay. Hier sieht's relativ gut aus. Entweder wir waren hier schon, ne, oder dieses Viertel trägt sich besser. Stimmung ist gerade ein bisschen besser geworden wieder. Also sind, ja, waren mal kurz grüne Zahlen da, jetzt sind wieder Minuszahlen da. Also wenn man so viele Bauruinen sind, ne, dann ist bestimmt auch nicht zuträglich der Stimmung in unserer Stadt. Okay, die werden irgendwann auch von alleine abgerissen, aber wenn das zu viele sind, dann ist auch nicht schlimm, denke ich. So. Woran liegt's, ne? Das ist die Frage. Warum stehen die Häuser leer? Wahrscheinlich, weil wir hier die Friedhofsgeschichte als Problem haben, ne? Hier liegt ganz viel brach. So. Also wir kommen nicht ins Plus da unten zurzeit. Das ist schlecht. Da ist abgefackelt. So.
Hier. Muss auch noch einiges weg. Das war leider ein gutes. So wird besser hier. Stimmung geht jetzt hoch. Ja. 234 plus, das ist jetzt mal ein guter Wert da. Okay, wenn du in der Nachbarschaft natürlich immer Bauruinen hast, dann bist du auch nicht happy, ne? Das ist auch klar. Dann ist das schlecht. Jetzt 6000 minus steht da zurzeit. So, dann kommen ja auch immer so ein paar Smileys dabei, ne? Da sieht man, dass es besser wird. So. Oh, das war das Falsche. Gerade die Maus wieder umgesprungen. Aber ein bisschen Verlust hat man halt immer, ne? Ja, Stimmung 16, das ist nicht gut. Jetzt ist 139. Das sind aber wahrscheinlich diese Häuser, die dann irgendwann auch verlassen werden, weil die Sach schon nicht abgeholt werden, die Verstorbenen. Aber die Friedhöfe sind halt. Ah, warte mal, hier ist gerade einer. Den können wir wieder laufen lassen, das ist wichtig. Vielleicht sollten wir gerade alle gucken. Ah, da auch. Dass wir wieder welche laufen lassen können. Dann macht das Sinn. Die werden alle noch entleert. Ja, müssen wir wieder weitermachen mit dem Abreißen. Hier ist ziemlich viel, ne? Das. Manchmal ist das schwierig zu sehen, ne? Dann reißt du dann nachher das Falsche ab, dann sind die auch nicht happy. Stimmung ist gerade wieder minus. 5000 ist unsere negative Bilanz zurzeit. Das ist nicht gut. Wir haben noch viele Häuser abzureißen. Entscheidend ist auch, dass dann da neue kommen, ne? Das ist wichtig. So, aber ich würde mal sagen, nächstes Mal machen wir auf der anderen Straßenseite, Flussseite hier weiter. Und hier unten auf den anderen Flussseiten. Ich glaube, dieses hier haben wir jetzt einmal durchforstet. Da kann man hier hinten natürlich schon wieder anfangen, wie man sieht. Aber das ist jetzt gerade mal so. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.